Jo, hallihallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Minecraft A New Beginning. Und super, ich habe es gerade noch gesehen. Er hat jetzt hier die Items rausgezogen. Und zwar in der letzten Folge haben wir ja gedacht, okay, wir können jetzt hier den Advanced Filter machen. Ne? Und da muss man halt quasi was auswählen, und zwar das Ore Dictionary. Ore. Genau, Ore Dictionary nur, der quasi alles rausfiltern soll, was irgendwie im Namen Ore enthält. Hat aber nicht funktioniert. Und da haben wir diesen normalen Filter genommen. Da können wir immer 9 Erze reintun. Ne? Also ein Filter haben wir jetzt für die Broken, ein Filter für die Crushed und ein Filter für die Powdered. Ja? Hier sieht man, hat man die Broken Items. Hier haben wir die Powdered und hier haben wir die Crushed. Crushed haben wir noch nicht so viel. So, und jetzt zieht er eben die ganzen Erze raus, die wir dann hier weiter verarbeiten können. Genau. So, was wir heute vielleicht machen wollen, sollten, außer jetzt hier für, man könnte natürlich schon die Steine über einen Hammer klein machen, dass die hier reinkommen, ne? Beziehungsweise man hat ja die Leitung schon hier für die Steine, die müssten nur hier rüber. Allerdings brauchen wir erstmal mehr Strom. Ohne Strom läuft gar nichts. Also machen wir jetzt noch eine Fluid Node. Und zwar eine Enderperle. 5 Eisen, einen Eimer braucht man. Mittlerweile ist ein Eimer ja kein Problem mehr. Der Eimer kommt unten rein, links und rechts noch ein Eisen hin, oben das. Dann brauchen wir 2 Lapis und was war das? Eine Enderperle. So, die Enderperle. Schon haben wir wieder 4 Fluids. Also Fluid Nodes. Und da würde ich sagen, nehmen wir erstmal die hier. Und jetzt braucht man aber irgendwie noch. Der sammelt jetzt hier RF an. Und wie kriegen wir die jetzt hier rüber? Ich glaube, blau ist Zugang, oder? Was haben wir denn für ein Cable? Haben wir irgendwas mit Cable? Duct. Leadstone, Energieleitung, Redstone, Glas und 2 Bleibahnen. Redstone, Glas und 2 Bleibarren. Das kriegt man, glaube ich, haben wir vielleicht schon, oder? Genau, 2 Bleibarren. So, gucken wir mal. Wo hat man die jetzt? Hier. Nee. Hier liegt so ein Energiezell. Die 2 Bleibern und Redstone. Da kriegt man ganze 6 Stück. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Jawohl. Ja, die Energie geht rein. Super. Okay, wir brauchen also quasi noch so einen Lava-Generator, weil der eine hier doch ein bisschen wenig Energie erzeugt. Haben wir noch mal nach Lava-Generator? Lava-Generator. Einfach Eisenblock ist ja kein Problem mehr. Ein Ofen. Kotzen aus mit Eisen. Stahlblock. Gold. 1, 2, 3, 4, 5. Okay.
Okay, Klaus raus. Mit dem Hammer. Hier ein Eisen, nee, crushed Aluminium, nix. Sechs Stück. Kraftwerk noch zu einem Block. Jetzt kommen wir wieder hier rein. Und dann schmelzen wir nochmal das Eisen durch. So, in der Zwischenzeit machen wir schon mal einen Ofen. So. Vier Eisen haben wir ja schon, wir brauchen dann quasi noch fünf. Eins ist durch. So, dann sollten wir sie jetzt haben. Jawohl. Halt, das Eisen. Ist natürlich schon nicht ganz billig, ne? So, der Ofen. Und was war das noch? Ah, zwei Redstone. So, wir haben den zweiten Redstone. So, wenn wir den hier anschließen, sollte er da Lava mit reinkriegen. Und das sollte ich jetzt umso schneller füllen. Jawohl. Ja, es nimmt hier ab, ja. Aber dem können wir auch, das können wir auch umgehen, indem man zum Beispiel sagt, war jetzt ein bisschen irrsinnig. So. Dann wird er quasi aus der Tonne gespeist. So, das ist voll, das heißt. Ich sammle jetzt auch den Strom an. Das heißt, wir haben genug. Wir gehen aber jetzt einfach weiter noch auf. Die können wir wegtun hier. Beziehungsweise das lassen wir gleich hier. Braucht man nämlich nicht. Ich wollte noch eine Quest erledigen. Und zwar steht nämlich hier. Das hier, das tut mich ein bisschen. Make a Crucible. Haben wir gemacht. Und jetzt, Place a crucible over a torch and a place for cobblestone inside. Halt. Halt, wir machen jetzt die Dings rein. Und Steine haben wir auch da. Und rein damit. 1, 2, 3, 4. So. Turning couple into lava. Das heißt, ich muss mir einfach noch einen Eisen-Eimer machen, sobald ich den habe. Kann ich da Lava reintun?
Geht da nicht auch normale Lava, die ich hier rausnehme? Jetzt jetzt abgebe. Ja, genau. Und schon kriege ich, geil, ich krieg 32 Cobblestone. Juhu. Können wir das wieder abreißen hier? Ja, gut. Ist wurscht. Lass mal dabei stehen. Cobblestone tue ich drinnen rein. Und den Eimer lege ich mal hier rein. Man weiß ja nie, für was man ihn mal braucht. So, Leute. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir kümmern uns jetzt erstmal weiter um unsere Holzfarm. Die haben wir nämlich bisher ziemlich vernachlässigt in letzter Zeit. Wir machen noch ganz schnell hier die Lootbags auf. Und okay. Von unten rein. Erz haben wir da. Haben wir noch so ein Buch. Etherwarze, okay. Amulett hängen wir da hoch. Was ist das? Wissenschaftsfragment. Und das. Die anderen Sachen tun wir raus. Ich muss mal gucken, wie viel Glowstone wir haben. Ja, nicht viel. Weil dann können wir nämlich hier alles aus Glowstone ersetzen und brauchen die Fackeln nicht mehr. Zumindest einige Sachen. Weil das geht doch ganz schön auf unsere Hitze und wir brauchen dadurch noch mehr Wasser. Das ist der ganze Haken. Haben wir denn noch also Salatsamen? Weiß nicht, mit Soja, ob wir da was erreichen können. Soja, 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 Salat. Ja, machen wir noch Weizenkörner hier rein. Ja. Gut. Machen wir da Dinge, die da kommen. Der sortiert die gleich durch, oder wie? Warte mal, ich mache mit Möhren, ne? So, die Möhren haben jetzt der Karotzit. Karott ist das hier. Der ist drüben auf der anderen Seite. Ja, das kann auch vorkommen. So, was wir jetzt noch brauchen, ist Holz, Redstone und Steine. Redstone. Ja, Steine haben wir eh drin. So, erstmal nehmen wir wieder alles hier mit. Gut, den Faden brauchen wir nicht. Den nehmen wir mit. So, wir haben wieder ein bisschen Essen. Keine Ahnung, was mit dem Gehirn macht. Lass uns erstmal da. So. Dann, wie war das gleich hier? Redstone in die Mitte. Da haben wir die 8 Holz. Ja. Das heißt, wir brauchen jetzt Cobblestone, den wir wieder durchbrutzeln. Mal hier nach welchen? Nö. Aber ich sehe, wir haben ja noch Sand. Den können wir dabei draußen zum Sieben geben. Genug Strom ist ja da.
Das ist nice. Jetzt haben wir hier volle Lava. Eine volle Powerbank. Ist zwar nur eine kleine, aber läuft ja ganz gut. So. Warte mal, wir können auch ein bisschen Kohle mitnehmen vielleicht. War gerade keine mehr, okay. Hier haben wir noch Steine. Machen wir zum Abschluss hier noch drittes. Ja, da haben wir auch dabei. So, da würde ich sagen, erweitern wir doch unsere Farm um 3 weitere Bäume. Cool. Äpfel nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Und die Hälfte der Bäume können wir auch da rausnehmen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn du ab und zu mal mich auch live sehen willst, also mir zuschauen willst, dann kannst du das gerne auf Twitch tun. Der Link ist unten auch in der Videobeschreibung. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao, dein Blacksat. Tschüss.